Hey Leute, willkommen zurück bei Ark Survival Evolved. Nachdem der Säbelzahntiger endlich verschwunden ist, ist es jetzt auch mittlerweile Tag geworden. Ich habe hier ein bisschen rumprobieren müssen wegen Grafikeinstellungen und so weiter. Und ich hoffe, dass der Sound nicht zu laut ist. Ich nehme es mal ein kleines bisschen runter. So, und zwar, ich habe was vor. Es fehlt nicht mehr so viel, bis wir ein neues Level erreichen. Und es fehlt auch nicht mehr so viel, bis es wieder Nacht wird. Guck mal, wir haben 267 von 270. Und zwar hier hinten. Hatten wir mal, wenn mich nicht alles täuscht, irgendwo da ein Dino gesehen. Und der sieht mir so aus, als ob der dort irgendwie feststeckt. Ich sehe gerade, wir verlieren ein bisschen an Wasser. Nein, oh, oh. Jetzt habe ich die verkehrten gegessen. Scheiße. Oh, es ruckelt gerade. Geht gleich weiter. So. Brauchen erstmal was zu trinken. Ich wollte den eventuell erschlagen, wenn der dort irgendwie festhängt. Wir bräuchten nämlich noch ein paar Häuter für unser Sleeping Bag, mit dem wir dann vielleicht eventuell hoffentlich die Nacht überspringen können. Ah, oh, erstmal wieder auftanken. Ach, Gott sei Dank. Und da hinten rannte auch irgendwo ein Dino rum. Da hauen wir direkt wieder ab von. Tja, es gab jetzt so viele Patches mittlerweile. Keiner davon hat irgendwie was gebracht, wie ich finde. Außer der eine. Der hat gestern meine FPS-Anzahl direkt auf 13 gecrashed, egal was ich eingestellt hatte. So, gehen wir mal ein bisschen in den Dschungel rein. Versuchen mal den Dino zu killen, weil da sieht mir echt so aus, als ob der da irgendwie... Oh verdammt, kann uns trotzdem treffen. Boah, da hat aber eine weite Reichweite. Hau ab. Scheiße. Wenn er jetzt dann natürlich freikommt, dann sieht es ganz schlecht aus. Aber der dreht sich immer mit. Schade, wir hätten halt bloß noch ein paar Häute gebraucht. Was? Hat er mich erwischt? Oder war das ein anderes? Guck mal, wie dicht der Urwald ist. Das ist unfassbar. Das ist so geil. Es gibt jetzt mittlerweile... Hatte ich das eingestellt? Genau. Wir können uns anzeigen lassen, wo wir uns befinden auf der Karte. Da gibt es jetzt ein paar neue Optionen, in denen, wenn man das Local-Spiel startet. Ich triff den nicht, er trifft mich. Wir haben uns wieder was gebrochen, wir müssen erstmal weg, bevor wir noch sterben. Der hat mit Sicherheit ein paar Häute dabei. Oh oh. Ja, mit Pfeil und Bogen wäre es jetzt wahrscheinlich nicht so das Problem, den zu töten. Oh, guck mal, wir haben gleich Level. Welches Level ist denn das denn eigentlich? Wir können uns auch, wenn wir H drücken, uns das Interface anzeigen lassen. Da steht links oben die Uhrzeit, welcher Tag, wo wir uns befinden, Name und Level. Und links unten, was die ganzen Symbole bedeuten. Rechts sehen wir dann auch noch ganz bei den anderen Symbolen, was alles gerade noch da ist oder wie viel Wasser wir noch bei uns haben, wie viel Gewicht wir bei uns tragen, wie viel Lebensenergie und so weiter. Und wir müssten gleich, ja, neues Level, super. Wo ist denn unsere Hütte? Die müsste hier drüben irgendwie rumstehen. Geil, neues Level. Machen wir gleich. Ich gehe erstmal zur Hütte. Hier. So, wo geben wir denn mal was drauf? Oh. Huch. Hm. 10% mehr Wasser. Oder Ausdauer. Auch nicht schlecht, wenn wir rennen müssen. Lebensenergie finde ich halt immer noch sehr, sehr wichtig, nach wie vor. Ich mache das jetzt einfach mal. Ach, guck mal, hier hat sich es ein bisschen verändert. Ist jetzt ein bisschen breiter geworden. Und zwar, ich hatte eigentlich was Bestimmtes vor zum Erlernen. Wo ist denn das? Ach genau, die Kiste. Genau. Die wollte ich auf jeden Fall schon mal erlernen. Wir haben gerade keine Klamotten an. Die sind wahrscheinlich wieder kaputt. Damit wir dann in der Kiste hier so ein bisschen Zeug abladen können. Jetzt mach dich doch rein, hab dich nicht so.
Guck mal, jetzt zeigt uns auch an, dass wir in der Hütte sind. Genau, die ganzen Dinger müssen wir mal reparieren. Hier hat uns der Dino kaputt gemacht. Uns fehlt ein bisschen was zum Reparieren. Was brauchen wir denn für so eine Box? Auch Fieber, also Fasern. Oh, guck mal, uns zeigt die Hose gar nicht richtig an. Wenn ich die nochmal rausnehme und nochmal anziehe, wo ist denn die? Ja, jetzt. Wieso haben wir denn so viele von diesen Hüten? Ach so, das ist bloß der Headskin, wenn ich was auf dem Kopf habe. Ach so, okay. Haben wir nur noch 18 von diesen Häuten? Wir hatten doch vorhin 21. Oder habe ich das hier zum Reparieren gebraucht? Nö, eigentlich doch nicht. Geht das echt verloren oder wie? Bräuchten auch was zu essen? Haben wir noch Fleisch dabei? Haben wir noch ein Campfire? Wir haben viele von diesen Satteln dabei. Können wir die noch essen? Ja, die können wir erstmal essen. Muss ich jetzt für nichts kochen. Das reicht vielleicht für eine Weile. Azulberry, sind die auch gut für uns? Ja. Tintoberry auch? Sehr gut, haben wir uns erstmal darum gekümmert. Ja, die Box hätte ich halt ja echt gern. Das Problem ist, hier sehen wir draußen nichts mehr. Wir haben auch gar kein Lagerfeuer mehr dabei. Das können wir erstmal craften. Das müsste hier noch irgendwo... Ach nee, das haben wir demoliert. Genau, die kann man nicht wieder aufnehmen. Das müssten wir demolieren. So. Tja. Fackel. Wir können uns ja hier nochmal ein Lagerfeuer hinpappen. Schon wieder gepupst. Verliert man die ab und zu mal? Weil ich habe da nichts hergestellt, wo wir was verbraucht hätten von. Ich weiß auch gar nicht, warum wir so viele Hunter-Headskins haben. Ich habe auch zweimal dieses Implantat dabei. Ich hoffe, da passt dann ein bisschen was in die Kiste rein. Schon ordentlich Licht, also. Ach ne, wir haben ja noch die Fackel dabei. Sieht aber trotzdem sehr geil aus. Ja, ein bisschen sehen wir trotzdem. Wir bräuchten aber Fasern. Hier gibt's welche. Nice, 8. Nein! Vorhin noch gesehen, die ist bald kaputt. Wir hatten doch noch eine dabei. Die ist aber auch gleich kaputt. Können wir die reparieren? Gott sei Dank. Fasern, sehr gut. Boah, hier steht gerade so viel Zeug rum.
schnell eine ganze Menge Fasern, um dann auch unsere Kleidung wieder herzurichten. Oh, da ist ja noch der Dino. Stimmt, da war ja was. Den schnappen wir uns noch. Irgendwann. Ja, der guckt schon so ein bisschen böse. Ich glaube, der mag uns nicht. Böh. Hier sind auch noch ein paar. Ich finde es einfach mal so krass, dass wir jetzt trotzdem schon einige Folgen haben. Und wir haben uns noch nicht weiter vorgetraut. In den Dschungel. So, wo leuchtet es? Da drüben müssen wir hin. Sehr gut. Das finde ich schon ein bisschen viel Feuer, was da rauskommt. Okay, dann würde ich uns als allererstes mal versuchen, so eine Kiste zu bauen. 25 Wunder, okay. Machen wir einfach mal. Wie viel XP brauchen wir denn? 360? Also um die 80 XP noch. So, nett. Dann, obwohl, wir könnten ja eine Kiste hier hinbauen. Da könnten wir dann wahrscheinlich auch hochspringen. Wenn das klappt. Ist denn so, dass wir da links dann nachher noch eine daneben kriegen? Überragend. Unglaublich überragend. 500 passt da rein. Ja, das ist super. Ja, da könnten wir eigentlich ein paar Sachen ablegen. Die Dinge hier zum Beispiel. Ach, 50 Gewicht nur. Ach, scheiße, ich dachte 500. Ich leg mal die Häute hier rein. Was haben wir denn noch? Wir können ja solche Sachen schon mal hier drin haben, falls wir mal sterben, dass wir wenigstens uns und wir finden unseren Leichnam halt nicht wieder oder der liegt irgendwo, wo wir nicht rankommen, dass wir da schon mal was haben. Hier so ein Samen. Ja, diese ganzen blöden Dinger, die kann man gar nicht rüberpacken. Die auch nicht, ne? Nee. Discard Item, was ist das? Achso. Ich will die gar nicht alle hier drin haben. Ich lösche die jetzt einfach. Nämlich alles die gleichen. So. Bei die Fackel nehme ich noch mal kurz zurück. Die reparieren wir noch. Da haben wir wenigstens die Grunditems hier drüben drin und da brauchen wir noch so eine Axt. Warte mal, V war glaube ich das Crafting-Menü, genau. Können wir gar nicht bauen, was fehlt denn uns dafür? Touch. Oh. Das Feuerchen ist ausgegangen. Was war das denn jetzt her? Holzkohle. Aha, das kann ich wohl nicht zum Anzünden nehmen, oder was? Brauchen wir bestimmt für was anderes. Hier haben wir noch ein bisschen Wood. So, wir brauchen auch... Oh, jetzt wird es noch dunkler. Schade, vorne haben wir immerhin noch ein bisschen was gesehen. Jetzt einfach mal dagegen, ein bisschen Patch brauchen wir. Regenerieren die Dinos eigentlich auch ihre Lebensenergie? Oha. Es ist halt schade, dass die Nacht so abartig dunkel ist. Dann wird es nun wieder Tag. Wie spät haben wir es denn? 1.47 Uhr. Müssen wir noch ein bisschen durchhalten.
nachher genug gesammelt haben. Gerade an den Fasern. Faser. Dass wir unsere Kleidung wieder reparieren können. Will er nicht? Machen wir mal eine Runde richtiges Holz. Das Gute ist ja, dass von dem anderen, was man dann halt eigentlich nicht will, trotzdem ein bisschen was abspringt. Das gefällt mir so, wie es ist. Also wenn ich eigentlich mehr auf Holz gehe, dass dann trotzdem von diesen Fetch-Dingern da was abspringt. Da 1, 3. Und andersrum genauso. So. Na. Wir dann aber echt erstmal genug Tech haben. Ich dachte gerade, die Hütte brennt. Wie viel haben wir dabei? 95, 100, 58 Steine, ein bisschen Holz haben wir auch dabei. Ach, hier unten haben wir schon 138 Tech. Würde ich sagen, reparieren wir erstmal unsere Klamotten. Doch, guck mal, dafür bräuchte ich doch zwei heute. Ah, okay. Kann ich die auch reparieren, wenn ich die angelegt habe? Oder muss ich die erst hier rüberziehen? Dann muss ich erst hier rüberziehen. Ah, okay. Für das eine brauchten wir dann vorhin doch heute. Deswegen sind die verschwunden und nicht einfach weniger geworden. Wir haben noch 5 Punkte, aber ich glaube, die spare ich mir erstmal auf. Was ist das hier? Für eine Bluttransfusion. Hm, genau. Hier war doch noch. Ach ja, diese Water Skin. Da habe ich gelesen, dass man dafür extremst viele Skins braucht. Schild. Eine Wooden Foundation. Kosten halt 9 EP. Das kriegt man ab Level 10 dafür, dazu. So ein großes Lagerfeuer. Geil. Und Waffen? Ha. Bogen leider erst ab Level 15. Aber Moment. Wir können uns doch eine Zwille bauen, oder? Hier. Ach verdammt, die brauchen 6 Punkte. Wir haben nur noch 5. Schade. Wie sieht es mit dem Essen und mit dem Trinken aus? Ganz gut eigentlich. Die konnten wir doch essen, oder? Ich muss mir das unbedingt merken, welche wir davon essen können und welche nicht. Raw Meat haben wir noch. Ein paar Mal. 18. Wir haben noch ein Dach dabei. Warum auch nicht? Ich gehe nie ohne Dach aus dem Haus. Es könnte jetzt langsam mal wieder Tag werden. Ich würde mich gerne nochmal um den Dino kümmern, der da rumsteht. Scheiße, jetzt brauchen wir halt wieder 7 heute. Wie spät ist es? 4 Uhr. Okay, es wird bald hell. Das ist dann schon fast zu viel. Können wir nicht nochmal... Ach genau, was ich ja noch machen wollte, als Basis-Item, damit wir das haben, falls was passiert, nochmal so eine Axt, ein Speer. Das könnten... Ey, na doch, wir können ja mit dem Speer schmeißen. Können wir stellen uns einfach mal so einen Speer her. Und noch eine Box. Die wollte ich auch noch mal machen. Oder zwei. Bauen wir gleich 2 Boxen. So, der macht ja weiter, auch ohne dass wir in dem Menü sind. So, hier kommst erstmal du rein. Die
Holzkohle packe ich jetzt auch mal da rein. Okay. Haben wir noch zwei Boxen? Da kommt hier direkt eine hin. Sehr gut. Und noch eine dritte. Können wir die auch stapeln? Nee. Können wir die hier gehen? Das haut nicht ganz hin. Bauen wir die hier hinten in die Ecke? So, sehr schön. Wunderbar. Das gefällt mir so, wie es ist.